Vielleicht haben wir einen Kanaldeckel einmal übersehen. Sicher, dass wir keinen Eimer haben? Ich bin gerade verwirrt. Das hört man bis hierher. Oh, das ist zu groß für mich, um es zu tragen. Was für eine verrückte Idee. Ja, eine Spinne öffnen, was für eine verrückte Idee. Wir gehen noch mal kurz hier durch, um mal zu schauen, ob wir nicht noch einen Eimer übersehen haben. Hier gibt es nichts. Irgendwo einen Eimer eingesammelt. Mein bananenähnliches Sumpfshake. Da ist eine Warnung an der Seite angebracht. Sumpfshake verwandelt sich bei Kontakt mit Luft in eine feste Masse. Ah. Ich glaube, das war der Hinweis darauf. Ich denke mal, wir sollten den Sumpfshake mit dem Bungee-Seil verwenden. Denn wenn er dann in der Luft zu einem festen Stoff wird, könnte der ja vielleicht irrsinnigerweise ein Eimer werden. Man darf zwar gespannt sein, was das für ein Eimer sein wird, aber naja, wir können uns ja mal überraschen lassen. Vielleicht Eimer Abdallah? Der Witz ist schon uralt. Gut, dann würde ich mal vorschlagen, wir benutzen den Sumpfshake stattdessen mit dem Bungee-Seil. Ich denke mal, ich könnte drauf wetten, das wird nicht funktionieren, oder doch? Das funktioniert so nicht. Er lacht irgendwie. Er lacht irgendwie. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Was genau soll das bezwecken? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Das habe ich bereits. Was für eine verrückte Idee. Reine Zeitverschwendung. Was mache ich denn bloß damit? Ich möchte schließlich nicht meinen geheimnisvollen Ruf aufs Spiel setzen. Das habe ich bereits. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Oder wir nehmen den Zoom-Check mal. Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Wie sollen wir das dann machen? Das finde ich irgendwie seltsam. Wir haben keinen Eimer. Was für eine verrückte Idee! Ist vielleicht in den Schlamm was drin? Da komme ich von hier aus nicht ran. Komm von da aus nicht ran. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Sag nicht, du fängst jetzt schon an, dich an Strohhalme zu klammern. Komm von da aus nicht ran, aber... Upsi. Da bin ich ja aus Versehen an eine Flasche rangekommen. Ja, wie soll man dann nun da rankommen? Da ist ja nirgendwo ein Eimer. Ich sehe nirgendwo ein Eimer. Ich bin gerade am Rätseln. Weiß nicht, ob wir so von der Herren eventuell einen Eimer bekommen. Wie geht's? Wie steht's? Schrecklich. Hoffentlich verpasse ich nicht mein Date. Das wäre eine Tragödie. Das wäre wirklich eine Tragödie. Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Tja, aber wann?
Irgendwas müssen wir verpasst haben. Ich frage mich bloß, was? Ich glaube, ich muss gerade mal was nachschlagen. Kleinen Moment. Ich verstehe das nicht. Also irgendwie... Scheint es da was zu geben, was wir vergessen haben. Da waren wir auch schon. Oh, nein, nicht als... Also ich bin jetzt gerade auch wieder auf einer Internetseite. Aber die schreiben alle was mit einem Eimer. Nur, wir haben keinen. Welchen Eimer meinen die denn? Ich muss nochmal suchen. Los, Simon. Du gehst jetzt nochmal dahin. Es tut mir leid, Leute, dass wir jetzt hier ein klein wenig feststecken. Aber, ich finde hier nirgendwo einen Eimer. Am Bungee-Seil hängt kein Eimer. Am Geländer ist kein Eimer. Ich sehe keinen. Da ist der Schlamm. Ich glaube nicht, dass ich das noch mit mir herumschleppen möchte. Das willst du nicht mit dir rumschleppen, okay. Ich schieb hier nicht einfach Krempel durch die Gegend. Was für eine verrückte Idee. Da ist der Schlamm. Da ist das Geländer. Das Bungee-Seil haben wir ja am Geländer befestigt. Es fehlt allerdings etwas und das ist der Eimer. Nee. Das ist irgendwie seltsam. Gut, Leute, ich würde jetzt etwas vorschlagen. Ich mache eine ganz, ganz kurze Aufnahmepause. Dann gucke ich mal, wie wir dieses Rätsel lösen können. Dann muss ich unbedingt mal schauen, wo wir überhaupt den Eimer hier haben. Es tut mir furchtbar leid. Die sagen alle was von einem Eimer, nur ich finde keinen. Selbst Simon, der kann ja jetzt rumschweben, wie er will. Ich finde keinen Eimer. Gut, ich mache da mal schnell eine Aufnahmepause und dann schaue ich mal, ich schaue da mal nach diesem mysteriösen Eimer. Also, bis gleich. Tschüssi. Da bin ich wieder. Also, wir hatten eine ganz kurze Aufnahmepause gemacht. Das habt ihr nicht gemerkt, das geht ja ruckzuck durch in einer Millisekunde. Ich weiß jetzt, was wir vergessen haben. Den Eimer bekommen wir bei einer ganz, ganz bestimmten Person, die uns was ganz, ganz Bestimmtes anbieten möchte. Ich möchte jetzt nicht weiter spoilern. Wir gehen jetzt einfach mal zu der Person, die ich euch zeigen will, welche ich meine. Ich musste selber lachen, als ich nachgeschaut habe. Wie gesagt, Simon the Sorcerer, irgendwie ein wunderbares Spiel zum in die Länge ziehen, wenn man keine Ahnung hat. Ich denke mal, man müsste es wirklich mal schon gespielt haben, um es durchspielen zu können. Sonst, naja, wie gesagt, das Spiel ist vollkommen blind und vollkommen blind, das ohne Lösung zu spielen. Uiuiui, da würde ich es ja richtig in die Länge ziehen. Und ich weiß ja nicht, ob euch das gefallen wird, wenn ihr zum Beispiel Simon the Sorcerer 2 Part 367 sehen würdet. Wir stehen dann kurz vorm Ende. Hey! Ohne in die Lösung geschaut zu haben. Nee, das will ich euch nicht antun, Leute. Okay, ja. Wir sind schon mal auf dem richtigen Weg in das Lokal, wo wir hin müssen. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Er hat Geschnauze gehalten. Wunderbar. Okay, wir verkleiden uns mal wieder als Somflang. Und wieder einmal ruft die Pflicht für
Sumpfman. Sumpfman. Der Retter des Spiels. Beziehungsweise heißt er Bill. Und wir gehen hoch zu den gewissen Chef des Lokals. Überraschung. Hallo, du noch beschäftigt bist? Nein, ich entschied mich für einen Besuch. Oh toll, ich sehr glücklich bin. Ich Idee haben. Ja? Dies besonderes Treffen ist besser als Geburtstag, besser als Ernte-Sumpftag. Ich spezielle Sumpfsuppe zur Feier machen. Sumpfsuppe, die magst du doch, Simon. Ja, wir kennen sie alle aus dem ersten Teil. Hoffentlich kennt ihr sie. Ja, die schmeckt uns allen richtig gut. Ja. Ich habe nie den ersten Teil gespielt. Ich glaube, für diejenigen, die sich den ersten Teil noch nicht angeschaut haben, können wir ja mal anklicken. Ich habe nie den ersten Teil gespielt. Wie schmeckt Sumpfsuppe? Köstliche, nahrhafte Suppe, wo nur Sumpflinken Zutaten. Nie fragen, probieren. Du sehr mochtest sie letztes Mal. Mochte ich? Dieses Mal neues Rezept. Extra stark, extra frisch. Klingt köstlich. Klingt wunderbar. Oh, was ist denn los? Oh, warte. Ich mich gerade an etwas erinnern. Oh, kein Sumpfschlamm für Suppe. Oh nein, oh. Alle Pläne ruiniert sind. Ich nicht mehr machen kann Suppe. Oh, nicht weinen. Ja, da müssen wir uns ja letzt leider von der emotionalen Seite zeigen und ja. Ach komm, wir besorgen ihr den Schlamm. Ich besorge dir welchen. Kopf hoch. Mensch, toll. Hier. Eimer weitergegeben seit Generationen von Sumpfling zu Sumpfling. Beeil dich, Freund. Schnell Eimer nehmen. Tja, ich habe nicht gespoilert. Ich und meine große Klappe. Ach ja, Simon. Wir haben endlich das, was wir die ganze Zeit gesucht haben, einen Eimer. Ich werde das jetzt übernehmen. Nein, ich werde das übernehmen. Nein, ich werde das übernehmen, das Let's Play. Er fragt nicht, wie wir darunter gekommen sind. Er weiß es ja bereits. Okay, ja, für den guten alten Sumpfling, wo übrigens die Synchronstimme immer noch die gleiche ist wie beim ersten Teil. Das finde ich richtig cool gemacht. Weil alte Traditionen muss man immer noch bestehen lassen. Ach, kann nochmal die Klappe halten. Alte Traditionen müssen ja immer noch bestehen bleiben, wie zum Beispiel die Synchronstimme vom richtig sympathischen Sumpfling. Und ja, wir können wieder Suppe holen. Hey! Ich hätte ja mal probieren können, ob wir direkt zum Sumpfgrill kommen, aber wir nehmen mal den sicheren Weg über den Abwasserkanal. Abwasserkanal. Auf zu lachen. Okay, ja, gönnen wir uns jetzt den Ernst der Sache, denn wir haben nun einen Eimer. Ich freue mich so richtig. Und damit, den können wir nun endlich mit dem Schlamm verwenden. Aber ich glaube, dann müssen wir wieder den ganzen Weg zurück zum Sumpfling und müssen uns dann wieder die Suppe antun. Mal schauen. Das könnte interessant werden. Dann gehen wir mal wieder in diesen seltsamen Bereich. Ja, dass ausgerechnet was Nahrhaftes aus giftigen Bereichen kommen soll, das hat irgendwie was Satirisches, würde ich mal sagen. Dann benutzen wir mal das
Ideeneimer mit dem Bungee-Seil. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Naja, du sollst das dran klemmen. Oder sollen wir den Eimer mit dem Schlamm benutzen? Ich komme von hier aus nicht ran. Du kommst von da aus nicht ran, meine Güter. Was machen wir denn mit dir?